In dieser kurzen Folge geht es, ach ja, mal wieder um Bridgeboards. Wer mit diesem Begriff nichts anfangen kann, dem empfehle ich dringend die YesterChips Playlist zum Thema Bridgeboards. Ohne Vorwissen dürfte man jetzt nämlich erstmal ordentlich ins Stolpern geraten. Na, dann mal viel Spaß beim Stolpern. Wenn dir eine Brücke nicht reicht, dann baue ein Viadukt. Sprach's und machte sich ans Werk. Karoy Balog aka Jane Q dachte sich im Jahr 2018, dass es nun an der Zeit sei, das olle PC Window der Commodore Bridgeboards durch etwas Moderneres zu ersetzen, und seine Erklärung dazu ist einleuchtend. Das alte PC Window, welches hinter den Piktogrammen PC Mono und PC Color steckt, wurde zu Zeiten entwickelt, als die Amiga-Hardware noch am Anfang stand. Die Grafikausgabe und der PC Color erfolgt grundsätzlich durch den Amiga-Chipsatz und kann nur im Vollbildmodus ausgeführt werden. So weit, so gut. Aber die Amiga-Hardware machte mächtige Entwicklungen, und wenn man nun ein System mit einer 68040er oder 60er CPU und einer fetten, netten Grafikkarte hat, dann wirkt das althergebrachte PC Color fürchterlich überholt. ChainQ begann also zu analysieren, was so durch den Janus Händler und PC Windows geschickt wird, und erschuf in Free Pascal eine CGA-Grafikausgabe für schnelle klassische Amiga-Systeme mit P96 oder CyberGraphics angetriebener Grafikkarte im Fenstermodus. In Analogie zum Bridgeboard nannte er seine Schöpfung passend Viadukt. Was braucht man? Grundsätzlich erstmal ein komplett funktionierendes Bridgeboard-Setup mit lauffähigem Janus-Händler und der dazugehörenden Software. Ich habe zu Testzwecken meine A2286 in den Einsatz gebracht. Es würde auch mit der A2088 XT-Krankheit, der A2088T-Turbo-Krankheit und der flotten A2386 funktionieren. Hauptsache, es ist ein Commodore-Bridgeboard. Das Ganze sollte in einem schnellen Amiga-System laufen. Bei mir hieß das hier ein Amiga 4000 Desktop mit Cyberstorm Mark II Turbokarte, 060er Prozessor bei 50 MHz. Als Grafikkarte kommt eine CyberVision 64 zum Einsatz. Um Viadukt im Fensterbetrieb nutzen zu können, muss die Workbench mindestens auf 800x600 Pixel und 256 Farben eingestellt sein. Fullscreen-Viadukt bekommt man automatisch, wenn die Auflösung nur auf 640x480 Pixel und 256 Farben eingestellt ist. Jo, und schließlich natürlich noch die Viadukt-Software an sich. Die bekommt ihr entweder auf ChainQ's Homepage oder direkt im Aminet. Einfach runterladen, entpacken und das Ding ist startklar. Ganz wichtig zu wissen, man muss sich immer entscheiden, entweder man nutzt PC Window, also PC Mono oder PC Color, oder Viadukt. Gleichzeitig funktioniert nicht, gibt eine Fehlermeldung. Jo, und warum sieht man jetzt nix? Weil meine A2286 so gejumpert ist, dass sie stets im Monochrom-Modus startet. Können wir uns nochmal angucken. Also Viadukt nochmal zu und PC Mono öffnen. Ja, da sehen wir nun die triste MS-DOS-Welt, wie wir sie kennen. Wenn wir nun Farbe sehen wollen, eben in PC Color oder Viadukt, kann man dies umschalten, indem wir einfach Mode CO80 eingeben und Return drücken. Das kann man auch direkt blind machen in den Farbausgabefenstern. Sehen wir hier jetzt erstmal im alten PC Color. Ja, alles so wie wir es kennen. Fullscreen eben.
Aber so ganz ohne ist das alte Programmchen auch nicht. Immerhin können wir die hässliche CGA-Farbpalette damit beeinflussen und das Ganze dem Auge etwas wohlgefälliger trimmen. Okay, so viel zur Vergangenheit. Jetzt ab in die Zukunft und rüber zum Viadukt. Das Bridgeboard läuft im Hintergrund ja weiter. Es macht ihm nichts aus, wenn seine Schnittstellenprogramme auf Amiga-Seite geschlossen werden und wieder geöffnet werden. Wir haben hier also jetzt ein nettes Fenster auf unserer hochauflösenden Workbench, in dem die CGA-Grafikausgabe des Bridgeboards stattfindet. Ja, soweit. So nett. Dass Viadukt sich noch im Entwicklungsstadium befindet, merkt man an ein paar, ja, Kleinigkeiten. Bei einer echten CGA-Grafikkarte kann man die dargestellte Vier-Farben-Palette nur mit Programmieraufwand umschalten. So gesehen arbeitet Viadukt absolut ausreichend. Verglichen mit PC Color jedoch hinkt es hinterher, denn hier kann man ja, wie gesagt, die CGA-Farben frei einstellen. Aber diese Funktion soll noch kommen. Der selten genutzte, aber durchaus mit CGA mögliche 160x116 Farbenmodus wird ebenfalls noch nicht unterstützt. Man sieht hier eben nur die Hälfte, aber naja, PC Color kann das ebenfalls nicht. Manipuliert man die Umgebungsvariable von Viadukt, kann man dieses auch im 640x480 Pixel großen Fullscreen-Modus direkt betreiben. Ebenfalls via Grafikkarte. Wir geben einfach in eine Shell ein ZENV Viadukt Output Fullscreen. Und beim nächsten Starten bekommen wir eine Vollbilddarstellung. Nach einem Neustart des Amiga läuft wieder alles im Fensterbetrieb. Möglicherweise wird dies künftig auch noch etwas komfortabler implementiert werden. ZENV Viadukt Output MDA setzt übrigens den monochromen Textmodus, sodass Viadukt auch als Ersatz für PC Mono dienen kann. Viadukt nutzt Delta Rendering. Daran mag es wohl auch liegen, warum es bei einigen Scrolling-Spielen zu etwas bockigen Reaktionen kommt, wie etwa hier bei Commander Keen. Auch das dürfte noch eine Baustelle für die Zukunft sein. In der Titelleiste von PC Window, Mono als auch Color, bekommt man angezeigt, an welchem Port die Maus gerade genutzt werden kann mit A-Maus. Viadukt stellt dies nicht dar, naja, vielleicht noch nicht. Was nicht ist, kann ja schließlich immer noch werden. Viadukt funktioniert nur mit den Bridgeboards von Commodore. Mit beispielsweise Vortex-Karten kann man es nicht nutzen. Hat man einen langsameren Prozessor im System, sagen wir mal einen 030er 25 MHz und langsamer, dann ist es nicht unbedingt sinnvoll, Viadukt zu nutzen. Schon gar nicht, wenn man keine Grafikkarte hat, dann ist definitiv das alte PC Color besser. Warum also das Ganze? CGA kann man doch jetzt echt nicht als das höchste der Gefühle ansehen.
Wir wissen ja, wie es besser geht. VGA-Grafikkarte in den ISA-Bus rein und ab geht die Luzi. Eine VGA-Ausgabe via Viadukt wird es laut ChainQ nicht geben, da ihm das schlichtweg als zu kompliziert erscheint. Sehen wir also Viadukt als das an, was es sein soll. Ein Update für Commodores PC Window. Und was dessen Sinnhaftigkeit angeht, warum leckt sich ein Hund nochmal die Eier? Ne? Ja, immer noch, weil er es kann. Ich für meinen Teil finde ChainQs Arbeit absolute Spitzenklasse. So wünsche ich mir Entwicklungen am und für den Amiga. Ein altes Teil nehmen, sei es nun Hard- oder Software, und einfach mal überlegen, ob man es irgendwie verbessern kann. Hut ab nach Ungarn! Und ich bin schon gespannt auf die nächsten Versionen. Tja, das war eine kurze Folge, aber so kann ich mich zumindest nochmal vor dem Jahresende bei euch melden. 2018 ist schon beinahe wieder durchgelutscht. Kommt also jetzt Mix übliche politische Ansprache? Die Gelegenheit, mit meiner einfältigen, naiven Star Trek-Einstellung wieder gehörig anzuecken? Nun, vielleicht nicht so direkt, denn ich habe für meinen Teil nicht viel zu meckern. Brexit und Trump machen sich weiterhin lächerlich. Die Monarchie in Bayern ist nun final abgelöst. Schwarz-Grün regiert weiterhin mein schönes Hessen. Die Mutti haut den Sack. Meine große Tochter hat die Polypen aus der Nase rausgekriegt, womit ich nun wieder der lauteste Schnarcher in der Familie bin. Der Tarifabschluss der bayerischen Metall- und Elektroindustrie war der beste seit Ewigkeiten. Ich bin davon unmittelbar betroffen. Ich bin seit diesem Jahr stellvertretender Wehrführer unserer Feuerwehr. Ich konnte 4 Homecons, eine Retrolution und 2 Retropulsivs besuchen und selber 2 Heinkons ausrichten. Also, was soll ich sagen, bei mir läuft's. Und es bleibt jetzt nur, so kurz vor Weihnachten zu sagen, danke. Frohe Weihnachten für euch und eure Lieben. Kommt wohlbehalten und munter ins neue Jahr. Und sollte es jetzt gerade bei euch nicht Dezember 2018 sein, dann sei ein Adele Ciao und Bye Bye. Euer Mick.